Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Die letzte Episode war ja eine katastrophale Katastrophenepisode. Eine Sache nach dem anderen hat im Endeffekt uns... Ja, was ist denn jetzt los? Wieso wird unser Zustand schlechter? Unterkühlung, kaltes Wetter, aber wir sind doch gefühlt 4 Grad. Okay, Leute, wir müssen zurück. Das Haus ist nicht warm genug. Das ist die große Problematik, glaube ich. Also eventuell nippeln wir ab. Ich sag's jetzt mal knallhart. Eventuell nippeln wir ab, ja. Da wird dann auch kein Weg dran vorbeiführen. Wir rennen dann jetzt einfach so schnell wir können zurück. Also das Haus hier war eine schlechte Entscheidung. Wir können jetzt leider auch nicht hierbleiben und nichts mehr vom Wolf oder vom Fell oder Gedärme oder sonstiges mitnehmen. Hier haben wir keine Chance. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir so schnell wie möglich wieder in die Heimat kommen. Zurück in unser warmes Häuschen, dort ein Feuerchen machen können. Können wir dort auch ein bisschen Fleisch grillen. Damit wir wieder was zu essen haben, dann haben wir auch nichts dabei. Also das dort oben wäre eine Todesfalle jetzt gewesen, wenn wir dort länger geblieben wären. Mann. Das ist... Also aktuell schon ein bisschen knifflig, ne? Ich weiß nicht, ob der Ausflug jetzt hier eigentlich so die beste Entscheidung überhaupt war. Also das könnte jetzt echt sein, dass das ein ordentlicher Bummer ist. Verdammte Axt. Wir müssen halt irgendwo noch dringendst auch ein Messer finden. Also da führt auch kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt einen Plan of Action erstellen, wie wir die nächsten Tage hier quasi verbringen wollen. Also Nummer 1 ist, wir müssen jetzt unbedingt zurückgehen. Wir müssen jetzt mehrere Stunden über dem Gefrierpunkt bleiben. Ich glaube, es sind noch über 20 Stunden oder so. Bis wir unsere Unterkühlung beseitigt haben. Und solange wir die haben, verbessert sich unser Zustand ja auch nicht mehr. Das heißt, da führt absolut kein Weg dran vorbei. Also wir müssen jetzt hin. Dann bleiben wir dort erstmal. Dort werden wir grillen. Unser ganzes Fleisch, das wir jetzt aktuell haben, einfach mal zubereiten. Dann brechen wir wieder auf. Wir müssen noch mehr Fleisch holen. Von dem Getier hier. Brechen wieder auf, suchen ein Jagdmesser. Und kommen dann hoffentlich noch dazu, dass wir hier diesen Pelz von den Wölfen und so wie vom Bären also noch abziehen können. Und ja. Mal sehen. Werden wir schon schaffen. Hoffentlich. Ansonsten wäre das echt blöd. Und ich Horst habe halt wirklich nicht dran gedacht. Würde ich einen Wolf nehmen, ne? Ich habe halt echt nicht dran gedacht, das Messer dann noch mitzunehmen, weil ich dachte, wir haben genügend. Das war totaler Fehler. Ich meine, zur Not, ich glaube, wir haben das improvisierte Messer mitgenommen. Zur Not müssen wir halt mit dem losziehen, aber damit dauert es halt länger, ne? So, ein Stückchen noch. Und dann sind wir ja gleich wieder da. Die Bude ist dann hoffentlich auch wärmer. Das sind ja noch mehr Stöcke. Da kann ich ja gar nicht Nein sagen. So, nun aber. Home sweet home. Dann wollen wir doch mal gucken, was sagt das denn jetzt hier aktuell? Hier ist definitiv die Lufttemperatur über einem Grad und dann passt alles. Dann wird es uns jetzt erstmal besser gehen, oder? Was sagt jetzt unser Erste-Hilfe-Ding? Das haben wir doch schon behandelt, oder? Bleib 17 Stunden über dem Gefrierpunkt und hier Rast übrig. Da müssen wir nochmal 5 Stunden schlafen. Da haben wir jetzt aktuell aber keine Zeit. Machen wir dann aber gleich natürlich noch. Wir sollen jetzt erstmal gucken, ob wir hier noch Holz haben. Natürlich nicht. Ach so, wir sind ja deshalb auch aufgebrochen. Scheiße. Und ich muss aufhören zu fluchen, glaube ich. Was machen wir denn jetzt Kluges? Können wir hier Sachen auseinandernehmen? Dass wir hier noch irgendwie zur Not ein bisschen Holz gewinnen können. Bleiben eigentlich nur die Stühle und der Tisch. Kümmern wir uns drum.
nehmen wir jetzt mal auseinander. Wieso nimmt unser Zustand denn ständig ab? Wir haben doch gerade gar nichts gemacht. Das ist jetzt schon ein bisschen besorgniserregend. So, Streichhölzer, das. Nehmen ein Stöckchen. Machen wir mal schnell ein Feuer. Und dann hoffen wir einfach mal, dass der Zustand nicht abnimmt. Das wäre echt unschön. Um das nett auszudrücken. Nur irgendwie müssen wir halt die Nahrung machen, ne? Da führt halt jetzt auch mal kein Weg dran vorbei. So. Wir hauen hier einfach noch mehr Stöcke drauf. So. Und dann ran ans Garn und grillen. Immer schön den Zustand im Auge behalten. Der scheint bei 14% zu bleiben, also ist eigentlich alles gut soweit. Schlückchen sollten wir trinken und etwas essen. Wir essen erstmal. Trinken. Und dann kümmern wir uns mal wieder weiter ums Grillen. Nee, der Zustand nimmt ab. Wir müssen wohl doch erst nochmal schlafen. Eieieiei. So, jetzt aber nichts wie ab ins Bett. Das ist echt... Das macht mir noch fertig, diese Situation hier. Aber wir können tatsächlich so gehen. Wir schlafen einfach jetzt erstmal 5 Stunden. Hoffen, dass sich der Zustand dann über Nacht vielleicht verbessert. Dann sollten wir zumindest so weit ausgeschlafen sein, dass uns die Lebensmittelvergiftung jetzt nicht weiter behindert. Wow. 13%. Voll der Hammer. Wir sind etwas hungrig und durstig. Genehmigen uns also erstmal so ein bisschen Wurstfleisch. Und ja. Und nochmal. Ich meine, an Fleisch haben wir jetzt aktuell mehr als genug. Vor allem, wenn wir nochmal aufbrechen und ordentlich Wolfs- und Bärenfleisch mitbringen. So. Dann nochmal 5 Stunden. Hoffen wir mal weiterhin, dass sich der Zustand jetzt wieder verbessert. Und zwar in einem akzeptablen Maße. 33% sieht schon deutlich besser aus. Satt sind wir noch, also trinken wir noch einen Schluck. Dann würde ich sagen, es sind noch etwa 13 Stunden Tageslicht übrig. Draußen hört sich's nicht so toll an. Wir machen nochmal ein Feuer, grillen nochmal den Rest durch. Werfen aber auch nochmal einen Blick in den Kühlschrank. Ach, da hätten wir jetzt auch nochmal gegartes Reh. Und noch mehr Fleisch. So, wir müssen jetzt gucken, wie wir das cleverst lösen. Wir werden jetzt erstmal die Sachen, die sich noch relativ lange halten, einlagern. Und die Sachen, die sich eben nicht mehr so lange halten. Daher Sortierung nach Verfallsdatum. Also die Variante hier so mit 60. Nehmen wir mit, machen wir jetzt noch. Dann brechen wir auf. Das sollten wir übrigens vorher jetzt nochmal nachsehen. Ob wir in einem der Schränke jetzt nicht doch noch ein Messer haben. Auch wenn es nur das Improvisierte ist. Haben wir nicht mal mehr das Improvisierte mitgenommen? Doch. Ich meine, immer noch besser als gar nichts, aber... Ich würde mir auch andere Sachen wünschen. Oh. Die Lederstiefel müssten wir jetzt... Die sind komplett kaputt jetzt? Jetzt ernsthaft?
Können wir die... Nein. Wir müssen jetzt ernsthaft stundenlang... Ihr wollt mich doch jetzt echt verarschen hier. Ah, Bleiten, Pech und Pannen, ey. Diese Folge ist eine Katastrophe. Oder die letzten beiden. Wir haben ja einen Rückschlag nach dem anderen jetzt erlitten. Dann lagere ich die da erstmal ein und dann haben wir hoffentlich Thermoboots hier. Shit. Ja, einfache Stiefel hätten wir im Angebot. Super. Nützt uns genau genommen nix. Tja, Leute. Dann nehmen wir wohl einfache Stiefel. Was ist das hier? Das sind auch einfache. Shit, ey. Das hat uns jetzt böse erwischt, ey. Na gut. Das erklärt auch, wieso uns dann so kalt war. So. Nehmen wir diese. Ach so, wir haben einfache Stiefel schon dabei. Das ist schon mal was. Das ist zumindest nicht ganz so schlimm. Dann lagern wir hier wieder Kleidung ein, die wir nicht mehr brauchen. Zack, zack, zack. Und fertig. Dann ziehen wir die an. Und gucken vielleicht nochmal nach, was die erste Hilfe sagt. Noch 3 Stunden über dem Gefrierpunkt bleiben. Na, das kriegen wir ja hin. Das kriegen wir hin, währenddessen wir jetzt hier noch ein bisschen... mit unserem Holz hantieren. Wir sollten vielleicht noch einen Stuhl auseinandernehmen. Oder haben wir noch genügend Zeug da? Wir sehen erstmal nach. Ja, das gibt noch ein schönes Feuer. Alles gut. Und dann ist alles gut soweit. Was haben wir denn noch für Streichhölzer? 1 von 11, 1 von 11. Okay. Dann Stöckchen und dann machen wir mal wieder ordentlich Feuer. Und dann gucken wir weiter. Na? Ich vermisse im Moment so ein bisschen so die Hintergrundmusik. Was ist denn da los? Da fehlt ein bisschen das Atmosphärische im Moment. Könnten wir eigentlich ganz gut gebrauchen. So, wir hauen noch die ganzen Stücke drauf. Habe ich gerade die Fackel reingehaut. Das war sehr dumm. Ach, Leute. Was ist los? Eine katastrophale Folge. Pleiten, Pech und Pannen. Ich werde mir da wahrscheinlich noch einen richtig schönen reißerischen Episodentitel einfallen lassen. Das ist übrigens auch interessant, wenn man sich mal so ansieht, wenn man selbst Videos macht. Das ist unglaublich, wie ein reißerisches Thumbnail mehr Klicks zieht oder ein reißerischer Titel. Das finde ich irgendwo auch traurig. Denn einerseits heißt das halt, dass die Leute eher so Highlights nur sehen wollen. Andererseits heißt das aber auch, du bist in diesem Sinne irgendwie wohl nicht gut genug, dass sich Leute sozusagen deine normalen Folgen ansehen. Wobei man halt auch ganz klar sagen muss, das sehe ich ja auch bei Gronkh und der ist ja wirklich gut. Naja gut, wird wohl auch nicht verwundern, wenn jemand tausende von Stunden bereits aufgenommen hat. Da bist du ja zwangsweise gut. Ich meine, ich betreibe jetzt hier nicht YouTube mit dem Ausblick, dass ich der nächste Gronkh wäre. Das wäre Quatsch. Es ist auch völlig unrealistisch. Ich verfolge da doch ein anderes Ziel. Und zwar noch vernünftig und konsistent reden zu können, währenddessen man irgendwas anderes tut und sich darauf konzentriert. Jetzt gucken wir mal, wir sind auf alle Fälle wieder erschöpft haben, einen trockenen Mund. Ein bisschen Hunger hätten wir auch. Also würde ich sagen, essen wir vielleicht erstmal etwas weg. Wir haben nur 0,9 Kilo. Hat sich ja voll gelohnt. Können wir das noch essen? Trinken wir noch einen Schluck. Hoffen, dass im Kühlschrank noch mehr Wasser ist. Denn das wäre jetzt echt ansonsten ziemlich blöde. Wenn uns hier das Wasser ausgehen würde. Moment. Denn aktuell haben wir einfach kein Holz mehr und wir müssen raus. Neues Holz so. Oh Gott, da ist ja noch mehr Fleisch drin. Wir haben so viel Fleisch, Leute, wir haben so viel Fleisch. So, dann werden wir das auch noch einlagern.
Eins lassen wir vielleicht da und dann gucken wir mal, wie lange müssen wir jetzt noch schlafen. Oder noch eine Stunde über dem Gefrierpunkt bleiben. Kein Problem. Nachdem wir erschöpft sind, hauen wir uns jetzt einfach auch nochmal so 3 Stunden hin. Und dann gehen wir aber wirklich los. Dann müssen wir uns noch Teile vom Bären holen, das ganze Fleisch da und ja, kriegen wir hin. Ich bin frohen Mutes, Zustand mittlerweile 40%, etwas trockener Mund, etwas hungrig. Also essen wir den Rest vom Wolf. Trinken noch einen Schluck. Was sagt eigentlich sonst, müde? Haben wir noch irgendwo einen Kaffee? Haben wir vielleicht einen Kaffee eingelagert im Kühlschrank? Sieht jetzt irgendwie nicht danach aus, oder? Wobei wir den jetzt sowieso nicht machen könnten. So, was ist denn eigentlich unser nächstes Gammelfleisch? Was hat den schlechtesten Zustand hier? Ja, das war dieses 68. Dann nehmen wir davon halt das gegarte Reh mit. Lagern jetzt hier dann nochmal den ganzen anderen Rest, den wir jetzt nicht brauchen, ein. Das war jetzt vielleicht auch doof, weil wir oben ja die Schublade haben, wo wir... Moment, das holen wir doch wieder raus. Pfeffern das dann da mit rein. Damit wir so eine grundlegende Ordnung haben. So, nun aber wirklich. Wir müssen raus. Na, wir können jetzt halt nur hoffen, dass es nicht zu sehr... Minus 6 ist zu kalt. Da können wir nicht losziehen zu den Bären. Nutzen wir die Zeit einfach anders. Wir sammeln noch ein paar Stöckchen in der nächsten Nähe ein. Stock 1. Gucken uns noch mal ein bisschen um, aber das sieht im Moment jetzt nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Bär. Oder ein Wolf. So. Dann machen wir halt einfach die langweiligere Variante jetzt erstmal. Wobei man ja auch sagen muss, wir müssten auch bei dem anderen ja sammeln und alles, also. Kommen sowieso nicht drum rum, dass wir uns ums Holz also kümmern. Aktuell habe ich so ein bisschen Schiss, dass wenn wir hier so rumbasteln, dass einfach doch noch irgendwo ein Wolf kommt und uns angreift wieder hinterrücks, denn in letzter Zeit haben wir ja da wirklich nicht viel Glück. Wobei das so gesehen nicht stimmt. Ich meine, wir haben immer einen Bären niedergestreckt mit einem Schuss. Ey, hier wäre ein Kellermann. Geil wäre das denn? So, dann kümmern wir uns hier noch um den Zweig. Und den Zedernast. Das kriegen wir hin. Und schon bekommen wir wieder höherwertigeres Holz und ein Zunderbündel. Das ist wunderbar. Zustand, ja gut, wir sind etwas erschöpft. Schnappen wir uns jetzt hier einfach halt nochmal die letzten Zweige. Und dann geht's halt wieder rein. Dann werden wir das heute wohl eher nicht mehr machen. Sondern uns ums Aufkochen von vielleicht neuem Wasser und... Nee, das... Ja, doch, 1 Grad ist okay, es ist nicht so schlimm. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir lagern jetzt hier erstmal die Sachen, die wir gerade gefunden haben, ein. Dann gehen wir vielleicht doch nochmal los. Nee, es sind doch gefühlte -5. Können wir doch nicht machen. Gut, gut, gut. Dann Stock hier. Stock da. Noch ein Stöckchen. 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 Oh Gott, sind hier viele Stöcke. Wir könnten eigentlich oben zu dem Haus nochmal kurz gucken. Ich meine, selbst wenn wir da jetzt stranden, das wäre jetzt nicht so problematisch. Wir haben ja Sachen dabei, oder? Na, da rennen wir doch nochmal fix hoch. Rennen ist gut. Da wird einem warm. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir eventuell hier unser erstes Lager damals aufgeschlagen hatten. Die Schublade ist auf alle Fälle leer. Ist alles soweit leer.
das ist doch echt. Es ist ein bisschen frustrierend. Das ist ein bisschen frustrierend. Verzweiflung. Ach doch, da ist was. Da liegt jetzt doch noch was. Das nehmen wir dann gleich mit. Also kann das wohl sein, dass vielleicht nach den Patches die Häuser irgendwie wieder ein bisschen geändert werden oder so. Den Kleiderschrank waren wir auch noch nicht. Wir waren offensichtlich nur unten, da guck an. Thermostiefel? Ja. Nein? Ja, da bin ich nicht so. Müssen wir hier nochmal gucken, ob wir da noch was haben. Sieht aber jetzt nicht danach aus. Die Schubladen haben wir durchsucht. Offensichtlich habe ich nur einen Schrank vergessen gehabt. Haha. Ganz toll. Gucken wir uns hier nochmal um. Toilette. Na gut. Dann war es wohl nur der Schrank und das, was unten bei der Tür liegt. Soll mir jetzt auch mal recht sein. Ich meine, besser als gar nichts. Antiseptikum, sehr gut. Das können wir wirklich gut gebrauchen. So sehr, wie wir in letzter Zeit immer angegriffen werden von Wölfen. Und dann machen wir jetzt doch wieder auf den Weg. Auf den Weg zurück. Gucken wir uns etwas argwöhnisch um. Hören wir irgendwas? Nee, ne? Alles gut soweit. Dann ab auf den Rückweg und wieder zurück zu unserem Häuschen. So. Als nächstes dann wieder Feuer, ne? Ein bisschen was aufgrillen, ein bisschen Wasser machen. Dass wir da wieder eine große Reserve aufbauen können und dann werden wir definitiv am nächsten Tag dann nochmal rausgehen und den Wolf oder die Wölfe sogar und den Bären noch auseinandernehmen. Da müssen wir halt hoffen, dass da noch genügend Fleisch da ist. Jetzt aber erstmal hier zurück zu unserem tollen Kamin. Ah, wobei. Ich sehe, dass wir jetzt schon wieder bei fast 23 Minuten sind. Dann werde ich die Folge jetzt erstmal beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das dürfte dann gleich morgen sein. Ich glaube, das ist die Sonntagsfolge. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und ciao.